Alois, ich versteh da was nicht. Was ist denn, Irmi? Frag mich halt, ich sag das schon. Die Gschwendlingers. Niedertitting, eigentlich Tittingöd genannt, ist ein kleiner, leicht zu übersehender Fleck in der Holledau. Irgendwo neben einem großen Bauernhof steht etwas abseits ein kleineres Haus mitten zwischen den Hopfengärten. In diesem kleineren Haus leben Irmi und Alois Gschwendlinger. Um den Hopfenbetrieb und das Holz, also die nicht unbeträchtlichen Wälder, kümmert sich mittlerweile ihr Sohn. Die Tochter arbeitet in ihrer eigenen Rechtsanwaltskanzlei in der Kreisstadt und so können die Gschwendlingers ihren wohlverdienten Ruhestand genießen. Sie führen ein finanziell und auch sonst meist sorgenfreies Leben und könnten sich jetzt eigentlich die Welt ansehen. Die Welt ansehen? Aber das hieße ja, das Bekannte zu verlassen. An irgendeinem fremden Ort fremdes Bier aus einer fremden Brauerei zu trinken und womöglich noch etwas essen zu müssen, das nicht mal annähernd nach Leberkäse, Weißwurst, Blutwurst oder Tellerfleisch aussehen würde. Nein, davon wollten Alois und Irmi nichts wissen. Das einzige Zugeständnis, das Irmi und Alois an die Welt da draußen machten, war eine Internetverbindung, ein relativ moderner Computer und ein großer Flachbildschirm mit Satellitenanschluss. Wenn man schon die Welt nach Tittingöd reinlassen wollte, dann wenigstens in XXL rasanter Geschwindigkeit und überragender Bildqualität. Wobei Irmi die Sache mit dem Internet lieber dem Alois überließ. Ihr reichte die Zeitung und sie war mit dem, was da am Nachmittag aus dem großen Fernseher so alles in ihr Haus kam, ganz zufrieden. Und wenn dabei etwas auftauchte, was sie nicht gleich verstand, dann konnte sie ja ihren Aloysi fragen. Der sagte immer, im Internet gäbe es nichts, was es nicht gibt, und auf jede Frage gibt es darin mindestens eine Antwort. Und weil der Aloysi den lieben langen Tag vor dem Computer saß und in diesem Internet rumsaßte, kennt er auch alle Antworten auf Irmis Fragen? Naja, irgendwie, meistens zumindest.